Na, auch schon vergessen, wie man am Nordmeer effektiv Fische fängt, wie man auf Masse geht, wie man Prozente macht, wie man Cash macht, selbst mit kleinen Fischen oder vielleicht sogar noch nie davon erfahren, noch nie in ein Video geguckt, wie man am Nordmeer Gas gibt und richtig fett Prozente macht? Hier, da geht das. Also, ganz simpel geht das. Mit kleinem Setup auf kleine Fische. Richtig schön auf Frequenz. Und das ist ratzfatz gemacht, wenn man einen Spot hat. Funktioniert natürlich deutlich besser, wenn man schon weiter ist in den Prozenten und die Beifänge hat. Ganz klarer Fall, dann kommt man richtig schön auf Masse. Geht aber auch so. Keine 10 Minuten, 6, 12, 18 Fische schon im Kescher. Und das mit eben hier alles anmachen und so weiter. Spot erstmal suchen, testen, testen, testen. Also, es geht ratzfatz, wenn man weiß, wie und wo. Und wenn man das Echolot nutzt. Das Video zum Echolot existiert natürlich auch schon. Was sieht man auf dem Echolot? Ich verlinke das ganze Video mal. Das dauert jetzt hier ein bisschen zu lang. Aber ich nutze das Echolot, hocke mich jetzt also auf den Kahn, suche mir eine Stelle, wo Fische sind, und zwar im Idealfall, also Spots sind, es sind ja keine Fische, im Idealfall nah an der Wasseroberfläche. Da sieht das doch schon so langsam so aus, da kommen schon die ersten größeren Spots rein. Ich fahre noch mal ein Stückchen weiter. Gerne noch welche, die noch weiter oben sind. Wir wollen ja oben im flachen Bereich, wollen wir ja angeln. Also gerne welche, die eben weit über diesen 30 Metern hier sind. Das heißt, man fährt dann ein bisschen rum. Da kommt zum Beispiel was, da kommt was auf 8 Meter Tiefe. Genau, 20 und so weiter. Also bleiben wir mal so grob in diesem Bereich hier. So, Motor aus. Auswerfen. Und dann gucken, was geht. Und das Ganze testet man natürlich anfangs mit kleinen Ködern. Wir gucken uns das Setup gleich natürlich nochmal an. Und dann stellen wir uns am besten ein, eine Tiefe von 15 Meter. Jetzt bin ich natürlich noch ein bisschen weitergetrieben. Ich hoffe, das passt jetzt hier gerade noch. Ja, grob, vielleicht gleich nochmal ein bisschen zurückfahren. Und zack, da kommt schon der erste Biss. Das passiert natürlich auch regelmäßig, dass die Bisse nicht sofort haken. Aber in der Regel reicht es, wenn man so auf 15 Meter das einfach einstellt. Und dann muss man natürlich in der Regel ein bisschen pilken. So. Oder man kommt dann da, ja, im Absinken schon, kriegt man schon den ersten Biss. Ihr seht es vielleicht, wir sind hier direkt im Fjord. Da vorne ist der Hafen. Also gar nicht weit rausgefahren. Ideal, also wenn man mal nur mal schnell ein Stündchen irgendwie angeln will und nicht irgendwie davon noch 10 Minuten von der Stunde noch irgendwie vertrödeln will fürs Rausfahren, sondern einfach ein paar Prozente machen. Und dann rasselt das natürlich auch schon ganz gut rein. Hier jetzt an der Stelle offenbar blauer Wittling. Es gibt Fische, die sind effektiver vom Silber, aber von den Prozenten her lohnt sich das auch auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde ein bisschen nach hinten gedrückt, das ist gut. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach hier so und ich stelle mir jetzt hier nochmal den Schnurclip ein. Zack, auf 15 Meter. Das heißt, ich kann jetzt hier locker auswerfen. Zack, und komme automatisch auf 15 Meter. Ich sehe auch dann nochmal zusätzlich, wenn der Schnurclip rausgeht, dass dann ein Fisch dran ist. Ich muss jetzt hier gar nichts zumachen. Muss gar nicht, zack, drauf achten, kommt da was rein oder nicht. Das macht das Ganze nochmal entspannter. Und dann kommt man hier richtig schön auch auf Frequenz. So soll das doch sein. Zack. Und wieder raus. Und dann eben absinken lassen. Auf die 15 Meter. Und dann sofort rein hier in das Pilken. So, vielleicht gar nicht so weit auswerfen. Ich sehe gerade, das sinkt dann irgendwie noch so ein bisschen länger runter. Aber so kommt man dann eben auf Masse, so kommt man dann eben auf Frequenz und so macht man tatsächlich auch Cash. Also 100 Fische in einer Stunde, durchaus machbar mit der Methode. Allerdings, wie gerade auch schon gesagt, man muss auch schon im Idealfall die Beifänger fertig haben. Das ist etwas, was hervorragend funktioniert natürlich mit Beifängern, weil man dann eben seine Bissrate verdreifacht, ist ja klar. Anstatt einem Köder hast du dann auf einmal drei Köder dran. Das macht natürlich einen Unterschied, aber es klappt eben auch
mit kleineren Ködern und es klappt auch mit vielen verschiedenen Ködern im flachen Bereich. Wo sind wir hier gerade? Ja, wie gerade schon gesagt, im Fjord, hier an dieser Area. Ich richte mich da allerdings eher nach dem Echolot. Das heißt, einfach gucken, schon mal auswerfen, einfach gucken, was im Echolot angezeigt wird. Hier auf der blauen Map, irgendwelche Kantenbereiche sind immer interessant. Im tiefen oder im flacheren Bereich, also da immer wieder gucken. Wie gesagt, gerade so diese Kanten abfahren. Und wenn man eben sieht, viele Fische an der Oberfläche, also jetzt genau das hier, das wollen wir haben, 14 Meter Tiefe oder noch weniger. Wenn das angezeigt wird und am besten mehr als nur einen Fisch, dann auswerfen, dann hingehen und in dem Bereich pilken. 15 Meter reicht völlig, da muss man nicht so weit warten, bis das auf 30 Meter oder auf 40 Meter abgesunken ist. In der Zwischenzeit habe ich 3 Fische gefangen, bis das unten angekommen ist. Also da einfach schön auf Masse gehen. So sieht es jetzt gerade aus. 14 Minuten, 24 Fische. Passt doch schon ganz gut. Und ja, wie gesagt, wenn man dann eine Stelle hat, natürlich auch immer darauf achten, dass die Drift jetzt nicht zu weit irgendwie einen wegschiebt, sondern dann einfach mal zwischendurch nach dem 10. Fisch oder so einfach nochmal wieder ein bisschen korrigieren, wieder an den Spot zurückfahren und dann weiter rausziehen. Andere Möglichkeit, die auch immer wieder funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gesagt, 5 Meter Bereich. Hier ist ein Riff. Und in diesem 5-Meter-Bereich sensationell hinfahren. Man kommt sofort auch in den Bereich Bewegung in Grundnähe, weil es ist ja nur 5 Meter tief. Auch da hat man ganz viele kleine Fische. Ähnlich gut wie hier ein 34er, aber eben auch ja nicht so tief. Also nochmal mehr Frequenz, nochmal mehr auf Masse. Anfangs habe ich hier das Setup getestet mit 3 verschiedenen Farben, unterschiedliche Köder. Und die ersten Einschläge sind sofort eben reingegangen, nur mit dem Wittling, immer wieder auf den Shrimp blau. Und weil dann immer wieder der Shrimp blau da war, hier war mal der 7er noch dabei, aber ein bisschen was kleineres, hier wieder der 5er, also alles der blaue, habe ich dann größere genommen. Also dann mal die 12er getestet. Die 12er waren dann nicht so gut, da kam also nichts weiter bei rum, also wieder zurückgegangen auf den kleinen und dann ging es halt los hier in einer Minute, zack, 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 einer nach dem anderen. Also dann läuft das eben, wenn man dann direkt am richtigen Spot ist. Ich muss jetzt, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen korrigieren. Ich war genau, zoomen wir mal ein bisschen ran, ich war genau hier, wie gesagt, in diesem Bereich, hier in diesem unteren Schniepi von dieser dunklen Stelle, also hier in dieser Area quasi gewesen. Und da fahre ich jetzt auch gleich noch mal eben hin und ziehe jetzt da weiter raus. So simpel kann das sein. Und dann kommt man tatsächlich, auch wenn es eben so ein billiger Fisch ist, kommt man tatsächlich trotzdem auf einen ganz guten Preis. So, jetzt hier wieder raus. Und dann gucken, dass wir hier jetzt wieder schön auf Masse kommen. Und dass hier dann wieder richtig Frequenz ist. So viel dazu. So lübt das Ganze. Und dann macht man eben auch ratzfatz die Prozente, ideal für Happy Hour und Co. Das heißt, rumfahren, einen Spot suchen, wo solche Oberflächenköder sind, die Shrimps am besten verwenden, die laufen immer wieder gut, richtig schön fürs Masseangeln und für diese kleinen Fische. Wenn man noch einen Spot hat mit Makrele, nochmal besser, funktioniert auch hervorragend. Makrelenspots waren zum Beispiel hier oben bei der 35 immer mal wieder, also in der Area, aber auch hier oben in dem Bereich immer mal wieder zu sehen. Also auch da einfach dann testen, 3 verschiedene Farben probieren, die Farbe, die am besten funktioniert, komplett ausbauen und dann geht es hier ab, die Luzi. Dann läuft das. Ja, so viel dazu. Cash-mäßig wird es wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viel drin sein. Ich kann ja gleich mal eben gucken, was das U-Boot sagt in der kurzen Zeit jetzt hier. Aber ich suche jetzt gleich noch weiter auch noch ein bisschen andere Fische. Ja, Makrelenhecht oder sowas wäre auch noch interessant. Der geht halt auch richtig schön in Masse rein. Und da muss man auch gar nicht so ganz weit, hoppala, so ganz weit absinken lassen. Die sind meist auch ganz flach an der Oberfläche zu finden. Und, warte mal, nochmal rufen. Ist unterwegs, okay. So, wieder absinken lassen. Da kommt schon das U-Boot. Jawohl, das schiebt den Köder jetzt direkt wieder mit nach oben. Zack. So, was haben wir denn hier? Wir sind bei, nach Preisen sortieren, bei 132 Silber
und das Ganze hier nach Fangzeit in 18 Minuten. Kann man machen, ist ganz gut. Vor allem, wie gesagt, mit der Masse, 26 Fische jetzt auch schon dabei. Mit Suchen, mit Erklären, mit allem Starten. Also in einer Stunde könnte da noch ein bisschen mehr gehen. Bis zu, naja, ich sag mal, knappe 100 Fische schafft man auf jeden Fall mit Beifängern. So viel dazu. Petri Lümmels, rausziehen die Brocken. Einfach mal wieder ein bisschen back to the roots. Einfach mal ein bisschen die Basics beachten. Nicht einfach stur seit Monaten immer nur 34er, immer nur 41er, sondern auch mal ein bisschen Variation reinbringen. Am Nordmeer fängt man immer was. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.